Hallo zusammen, willkommen am 25. August um 8.36 Uhr an diesem wunderschönen Mittwoch, zumindest hier in der bayerischen Landeshauptstadt. In diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Das habe ich am 6. August das letzte Mal gemacht. Da hatte ich dann geschrieben, die nächsten 100 Punkte sind in Vorbereitung. Das hat das Gold dann auch relativ schnell gemacht. Ich hätte ganz ehrlich nicht gedacht, dass er gleich wieder hier oben in diesen, ich denke, sein blauer Kasten reinspringt. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber wie auch immer, die Bewegung war okay. Wir haben hier, wenn wir den Chart einfach nur mal von hier betrachten, seit Ende Mai ganz klar einen Downtrend. Tiefere Tiefs, hier ist ein Tief, da ist ein tieferes Tief und tiefere Hochs, da ist ein Hoch, tieferes Hoch und so weiter. Das heißt, wir sind im ganz klaren Downtrend. Wir haben momentan, ich nehme es hier mal ein bisschen weiter hoch, wir haben momentan Kontakt aufgenommen, das war per gestern mit der 200-Tage-Linie bei 1810, ganz grob. Das haben wir gesehen, aber wir sind jetzt wieder in diesem Kasten. Dieser Kasten ist für mich deshalb so wichtig, weil wir hier oben, wo ist mein Fadenkreuz, mit der 1834 haben wir einen Ausbruch nach oben, sollten wir das schaffen. Und diesen Punkt hier hatte ich angelegt bei der 1789. Und als wir dann da durch sind, hat das ganze Ding ein bisschen akzeleriert. Jetzt sind wir aber wieder in dieser Zone drin und ich gucke momentan auf einen anderen Punkt und das ist dieser hier, dieses klitzekleine Zwischentief. Von hier dieses Mini-Ding. Und das ist bei 1776. Also da sollten wir jetzt tunlichst nicht runtergehen. Was der jetzt hier innerhalb dieses Kastens macht, der Goldpreis, das ist relativ uninteressant. Das ist eine Make-or-Break-Linie, diese 1834. Das hier ist eine Warnlinie, die 1789 kommen von hier und auch nochmal von hier hinten. Und da in der Nähe sind jetzt auch 10- und 20-Tage-Linien. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also es ist zumindest ein Warnsignal, wenn wir da drunter gehen. Aber ich glaube, ein eigentlicher Bruch und eine weitere Abwärtsbewegung würde mit einem Kurs von unter 1776 stattfinden. Wir sind von den Bändern her völlig ohne Aussage. Wir sind neutral über den Trendfolger. Wir sind überkauft ohne Verkaufssignal über den Oszillator. Also ich muss hier momentan gar nichts machen. Ich sehe heute hier und jetzt gar keinen Grund. Ich würde positiv werden hier drüber. Jetzt habe ich hier einen Schein ausgesucht, weil man mir immer sagt, die Hebel seien so hoch. Ich habe mal eingenommen, der ein bisschen tiefer ist. 1684, da sind wir noch hier drunter. Das sieht man gar nicht im Chart. Da sind wir ungefähr hier, 1684. Mir wäre der zu weit weg. Ich sage es trotzdem, es ist momentan 16er Hebel. Das ist die GC130T, GC130T. Aus händlerischer Sicht nehme ich eher einen, der hier drunter liegt, 1775. Und da kann ich hier mal den Hebel ganz ordentlich hochnehmen. Ich sehe keinen Grund, warum ich einfach einen hier unten nehmen soll. Also die erste Regel ist, ich kaufe erst was, wenn wir hier drüber gehen. Ja, über 1834. Dann ist diese negative Trendfolge beendet, wenn wir einen Schlusskurs haben von über 1834. Und dann habe ich überhaupt kein Problem, auf sowas hier zu gehen. Das ist ein 1755er, der hat im Moment einen 44er Hebel. Der wird natürlich dann weniger sein. Dann sind wir da ungefähr bei 31. Das ist die GX0EZQ. Der Put ist einfacher auszusuchen, weil den kann ich relativ knapp hier hinterlegen. Da suche ich also ein, wenn dieser Punkt 1834 ist, da suche ich ein mit einer Basis 1875. Sowas hier, das reicht vollkommen aus. 1859,5. Das ist die GH7P4L. Ja, 1859, da liegen wir ungefähr hier. Sollten wir durchgehen, habe ich immer noch genügend Zeit, mich zu stoppen und das Aufgeld zu retten. Den kaufe ich aber erst, wenn wir unter dieser Linie sind hier, 1775, vorher nicht. Also heute hier und jetzt neutral mit negativem Trend, im Moment kurzfristig ohne echte Aussage. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.